Das hier sieht doch aus wie ein offizielles komisches Haus mit einem. Was? Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Mhm. Das ist Vergangenheit. Tote Schwüre auf toten Lippen. Lasst es dabei bewenden. Das Museum wird eröffnet, Madena. Okay, Moment. Erstmal mit dir reden. Bitte euch, besucht nicht Silos Museum. Warum nicht? Wer ist Silos und was ist das für ein Museum? Silos ist einer der ältesten Familien in Dämmerstern, die eine komplizierte Vergangenheit aufzuweisen hat. Mehrere seiner Vorfahren gehörten zur mystischen Morgenröte, dem Kult, der fast Tamriel zerstörte. Okay. Die Beteiligung seiner Familie kam erst weit nach der Krise ans Tageslicht, aber ihr Ruf war zerstört. Sie wurden zu Ausgestoßenen. Jetzt ist Silos zurück und mit diesem Museum der mystischen Morgenröte versucht er, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Das ist falsch. Okay. Die mystische Morgenröte. Rote Röte. Wer ist denn das überhaupt? Wie ich sehe, seid ihr nicht in Geschichte bewandert. Nein. Aber das ist auch gut so. Diese Gruppe sollte man vergessen. Aha. Sie zerstörten fast die Welt und wurden aufgehalten. Vor langer Zeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Okay. Dieses Museum ist ein Fehler. Aber es ist eine Quest. Aber es ist eine Quest. Ich bin Rollenspieler, ich werde diese Quest erledigen. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Okay. Worum ging es denn bei dir in dem Streit? Madena ist eine gute Frau, aber ich habe meine Gründe, dieses Museum zu eröffnen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Das heißt, du bist ein Sturkopf. Ich habe eine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Kaiserreich gestürzt hat. Ihre geschichtliche Bedeutung darf nicht in Vergessenheit geraten. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Es ist eine Quest. Ach komm, ich kann dich später immer noch aufhalten. Kein Problem. Bruchstücke der Vergangenheit. Vielleicht kann ich auch mit der Frau dann gemeinsame Sache machen. Na ja, komm. Gehen wir mal da rein, schauen wir uns das mal an. Es wird schon nichts Schlimmes passieren. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Dieses verbrannte Papier ist alles, doch erst mal aus. Was deren Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen blasphemischen Buch. Aha. Manka, das ist das Oblivion-Zeichen hier. Benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Aha. Was sind Roben? Was? Und so. Dem musst du zuhören, nicht was? Oh Mann. Das sind magische Roben. Die Kommentare zum Mysterium Xaxis wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Aha, na gut. Und das? Sagt er mir nicht. Ach, das kann ich auch gar nicht aufmachen. Das ist natürlich ungünstig. Moment. Dann mal bitte Bruchstücke der Vergangenheit. Das drücken wir mal an und dann... Guten Tag. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Ich möchte erstmal wissen, warum du dieses Museum gegründet hast. Es ist ein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Das ist nicht so schön, das weißt du, ne? Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Aha. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Ach so. Na gut, und was ist denn bitte der Kult genau? Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet.
Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Ah, ach so. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Okay, wer ist denn Meruns Dagon? Eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der daedrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Okay, dann reden wir doch mal über die Sache da. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Okay, und du möchtest gerne, dass ich die Fragmente hole, ja? Zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mord... Jorgen, der Name sagt mir was. Hier sind meine Wer war denn das? Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Erzähl mir mal erstmal ein bisschen mehr über die Klinge. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Aha. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Für mich aber vielleicht auch. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Ich werde das erstmal im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, die wäre auch für so einen Erzmagier vielleicht ganz nett in der Sammlung, oder? Man kann nie genug magische Artefakte haben. Glaube ich. So. Aber jetzt haben wir das auch schon wieder hinter uns gebracht und jetzt wird es langsam schon wieder ein bisschen da hinten lustig irgendwo. Nein, da muss ich einmal hin. Da würde ich hier vorbeikommen, wenn ich sowieso nach Windhelm reise. Was ich mich jetzt gerade frage, gibt es, glaube ich mal wieder, keinen Karren oder so. Das ist ein bisschen blöde. Ich möchte jetzt gerade auch noch keine Quests annehmen und machen, denn irgendwie, dann sind wir wieder ewig hier beschäftigt und dann dauert das wieder alles und nee. Ich war auch schon mal hier und habe, glaube ich, genau dasselbe gesagt. Wir machen die Quests, die hier sind, später, weil wir uns erstmal um die ganzen Quests, die wir noch haben, kümmern müssen. Das ist nämlich noch so viel. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir erstmal davon was abschließen. Ja, schade irgendwie. Wir haben leider keinen Karren hier und auch keinen Pferdehändler oder so. Das heißt, irgendwie kommen wir leider nicht an eine schnellere Reisemöglichkeit ran. Das heißt, wir gehen jetzt zu Fuß. Oder wir könnten natürlich auch die Schnellreise benutzen, aber das möchte ich gerade überhaupt nicht, denn vielleicht treffe ich ja noch auf die Leute, die mich vorhin irgendwie versucht haben abzumurksen. Beziehungsweise das sogar geschafft haben. Ich glaube, hier waren die, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Da oben ist noch so ein Turm. Der interessiert mich gerade auch irgendwie noch so ein bisschen. Ich gehe da jetzt mal gerade hoch zu dem Turm. Den schauen wir uns doch einfach mal an. Wer weiß, was da oben... Oh, Schneebären. Habe ich da gerade? Ich habe da noch Gegner gesehen. Warum kann ich nicht zaubern? Was ist denn da los? Jetzt geht's wieder, okay. Was ist nun Wolf? Fuck. Da kommt noch einer, wahrscheinlich. Genau. Da war noch irgendwo einer. Einer ist noch irgendwo. Moment, erstmal loote ich die anderen Wölfe. Während der andere sowieso gerade nicht kommt. Und dann möchte ich auch gerne den mit meinem Schwert verhauen. Mehr Skillpunkte. Außerdem gibt es dafür Beschwörungspunkte. Das ist doch auch schön. Zack. Komm, Lydia, du darfst auch mit drauf schießen. Ich gehe extra hinter den. Ich mache hier ein bisschen Platz. Oh. Matsch. Voll erwischt. Das
Regeneriert auch ganz schön viel Ausdauer, kann das wohl sein? Wenn man noch ein bisschen enttäuscht von dem Aussehen dieses Schwerts. Das sieht irgendwie aus wie so ein komischer Säbel. Ich hätte eigentlich lieber so ein Langschwert oder sowas. Hm. Schade eigentlich. Ich habe natürlich noch hübsche Schwerter in meinem Repertoire. So. Und die könnte ich natürlich auch nehmen. Allerdings geht da dann immer ein bisschen Aufladung und so flöten. Das ist nicht so schön. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist übrigens dieses Flackern, was ich meine. Das stört mich ein bisschen. Ich weiß leider nicht, woher das kommt. Wenn ich mich nicht bewege, ist es... Och, da, okay. Das gefällt mir nicht. Da muss ich mal irgendwie gucken, dass ich das auch demnächst wieder wegkriege. Das ist auch nur weit weg scheinbar, wenn ich ein bisschen in Entfernung stehe. Könnte durch das inzwischen hinzugeschaltete Anti... Nein, nicht Anti-Aliasing, sondern anisotropische Filterin kommen. Oh, das sind eine Menge Bären. Ach du Scheiße, Fußroda und so. Oh Gott, das sind ganz schön viele Bären. Das ist echt nicht gut. Lydia, tanke! Tanke, wie du noch nie getankt hast. Oder so. Ah, du machst das gut. Wollte ich dabei mal so anmerken. Genau, jetzt bezahlst du. Habe ich an dem Bär vorbeigeschossen, weil er sich aufgestellt hat. Komm. Ihr habt nicht genug Mana. Ich brauche Mana. Oh Gott. Jetzt hat der Bär mich gesehen. Zack. Wie macht ihm das nicht viel? Mit ein kleines bisschen von der Stärke der Magie. Ah, ja! Rums. Von der Stärke der Magie ein kleines bisschen enttäuscht irgendwie. Ich könnte natürlich auch wieder die stärkeren Zauber nehmen, aber dann kann ich wieder die Lydia nicht mitnehmen, weil die sonst... Wo ist denn hier? Da war doch noch einer. Wo ist denn der dritte Bär? Hallo? Wo ist der dritte Bär? Hä? Wo ist der dritte Bär hin? Hier war doch noch einer. Hab ich den woanders mit... Bin ich blöde? Ich muss doch irgendwo noch ein Bär rumeiern. Kann doch nicht sein. Komm mal da gerade weg. Ich zieh dich mal... Liegt er da irgendwo drunter oder so? Der dritte Bär ist weg. Hä? Lydia, hast du den Bär versteckt? Lydia, was hast du mit dem Bär gemacht, hä? Oh. Ja, schäm dich. Schäm dich stark. Was haben wir denn hier? Tempel des Nacht hast du nicht gesehen. Nightcrawler-Tempel heißt es hier sogar schön. Oh. Na gut, gucken wir uns das einfach mal an. Mal schauen, was da drin so abgeht. Leider ist mein Kaffee alle. Schade. Müssen wir auf Wasser umsteigen. Ich kriege schon wieder einen ganz pappigen Mund hier. Was? Dein Begleiter kann dir nicht weiter folgen? Oh, das ist nicht so schön. Warum nicht? Und warum sind da Skiver? Zack, einer weniger. Und das war der zweite Feuerball, den ich eigentlich gar nicht losgelassen habe. Da ist aber noch... Wo ist der? Komm. Rums. Ist er nicht tot? Warum ist der Skiver nicht tot? Komm, geht doch. Was ist denn das hier? Prüfung der heiligen Alice, was? Bla bla bla, ganz viel komischer Kram. Schrein von Mara. Ja komm, nehmen wir den mal. Ich habe nämlich gerade keinen besseren. Talos Fehler. Bla bla bla. Das kommt mir irgendwie eigenartig vor hier drin. Ich höre hier irgendwas. Hier ist eine Truhe. Gucken wir mal in die Truhe rein. Oh, die geht ja auch wieder ganz standardmäßig auf. Ist ein bisschen Gold drin, sonst nix. Aber sonst sehe ich hier gar nichts. Hier ist auch nichts. Das gehört wahrscheinlich zu irgendeiner Quest. Passt schon. Dann eben nicht. Wenn ihr mich da nicht haben wollt, questtechnisch, dann werde ich mich halt wieder verziehen. Ist ja ganz einfach. Wo ist Lydia? Da bist du ja wieder. Ich gebe euch Deckung. Ach so, okay, du kommst automatisch wieder mit, ja? Okay, sehr gut. Bin stolz auf dich. Ja, ich... guck mal, wie weit ich schon vor dir bin. Auf mich zu hetzen. Das kann ich nicht leiden. So, da haben wir wieder Schwert und Heilung ausgepackt. Und dann... weiß ich gar nicht, wo wollte ich... Ach ja, ich wollte jetzt... wieder Richtung Windhelm... Kram und
Kurier und hast du nicht gesehen. Da vorne ist ein Leuchtturm. Ich möchte aber zu dem Leuchtturm gar nicht hin. Was ist denn hier? Ach, das sind die bösen Rebellen, glaube ich. Nee, Moment, das kann gar nicht sein. Das sind auch Kaiserliche. Möchte ich jetzt gerade trotzdem nicht hin. Wir gehen jetzt mal hier ganz oben drauf. Hüpf. Und hüpf. Und hier haben wir eine Goldader. Oh, ein Mondstein sogar. Schön. Schön, schön, schön. Bock. 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 Oh, da hat er aber gleich viel auf einmal. Na gut. Diese Erzader ist erschöpft. Vielleicht hätte ich das mit der Spitzhacke und mit Lydia auch damals in der Schwarzweite schon haben sollen. Das wäre wahrscheinlich praktisch gewesen. So habe ich da ganz, ganz viel Ebenerz liegen lassen. Ich meine, ich kann sowieso noch nicht verschmieden, aber... Lydia? Lydia? Ich dachte, ich hätte die gerade schreien gehört. Dieses komische Geflacker da, ne? Sieht auch eigenartig aus. Hm. Da werde ich einfach nach dieser Session mal nachholen. Das ist schon eine ganz schön lange Session, muss ich ja sagen. Ich habe schon ewig nicht mehr so lange Skyrim aufgenommen, aber bin gerade so motiviert, dass es irgendwie... Wen haben wir denn da? Wer bist du denn? Schattenstollen Refugium. Ach, hier sind wir, also diese komischen silbernen Handtypen. Das waren doch die Werwolf-Vampirjäger-Hanswürstchen, oder? Sie haben auf jeden Fall Silberschwerter dabei. Und da oben, denen muss ich jetzt erstmal irgendwie da oben hochkommen. Hier war ich ja auch schon mal. Sagt zumindest meine Karte. Na? Was geht denn bei dir? Wo ist Lydia denn schon wieder? Lydia! So. Hauen wir nochmal drauf. Einfach weil. Ich weiß es noch nicht genau. Einfach weil. Hüpf. Und hüpf. Und schon super oben drauf. Da hinten kommt Lydia wieder. Schön machst du das. Bist wie immer ein bisschen zu spät, ne? Zum Kampf gekommen, aber immerhin, du bist irgendwann überhaupt angekommen. So, da hinten ist das eher. Ich gehe schon wieder ein bisschen querfeldein, aber ich glaube, querfeldein ist auch interessanter als irgendwo einfach den Weg lang. Denn den Weg lang passiert eher nichts, schätze ich mal. Wobei, irgendwelche komischen Banditen oder so würden wahrscheinlich eher am Wegesrand rumeiern, oder? Weil die müssen ja irgendwelche Händler überfallen. In der Theorie wenigstens. Sollten sie das tun. Ich weiß, ob sie es tatsächlich tun. Das da unten ist doch... Da geht's doch Richtung Schwarzweite, oder? Bin ich da zufällig schon wieder? Ich glaube schon. Jetzt könnte ich natürlich da unten reingehen und anfangen, irgendwelchen... Popowurz oder wie das Zeug nochmal genau hieß, zu suchen und gleichzeitig noch ein bisschen Ebenerz abzugrasen. Aber wir werden erstmal hier Eiswürfe töten. Ich glaube, das andere werde ich auch später machen. Nicht jetzt. Komm noch! Hässlicher Wolf, da vorne ist Lydia. Komm, erschieß ihn! Ja, oder auch nicht. Ich verhaue ihn einfach selber. Kein Problem. Mache ich selber, Lydia, ne? Da muss ich da vorne durch den Pass durch, glaube ich. Zumindest wäre das ein guter Plan. Um da wieder auf den richtigen... Was ist denn da? Ja, wenn ich hier durch den Pass durchgehe, bin ich quasi so gut wie beim Gasthaus. Das ist doch gut. Also wir haben einen kleinen Umweg gemacht, haben aber dafür noch den Turm erkundet. Auch wenn da quasi nichts war. Aber hey, immerhin, wer bist du denn? Hallo? Bleibt mir bloß mit dieser Magie vom Leib. Als Maul. Hallo, guten Tag. Werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Aha. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Aha. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit. Ja. Vielleicht irgendwann mal. Was machst denn du hier draußen? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Ich finde das übrigens super hier, ne? Talsgar the Reisende. Also gut. Schön.
So viel zu unserem Englisch-Deutsch-Mischmasch hier. Ich hätte vielleicht das Spiel direkt in einer Sprache anfangen und weiterspielen sollen und nicht zwischendurch das Ganze nochmal ändern. Und dann die Mods, die auch zur Hälfte alle auf Englisch sind, das ist immer so blalala. Aber gut, ihr wolltet gerne, dass ich Deutsch spiele, jetzt spiele ich Deutsch. Und ich glaube, die meisten sind damit auch zufrieden. Ich denke ich auch. Es ist einfach, einfach einfacher. Mulet von Arkai. Hallo, was bist du denn da? Shell des alten Reisenden? Aha. Brauche ich aber gar nicht, will ich auch gar nicht, darf ich wahrscheinlich auch gar nicht. Komm, Schrein von Arkai. Oh. So, lassen wir die Stiefel mal da stehen. Komm, wir waren nicht hier. Wir haben da nichts umgeschmissen. Womit war das? Erz? Nein, das ist so ein komisches Schreinding. Na gut,